Ja, ich habe noch oft nach solchen Klatschen auch mein Deckmäntelchen so ein bisschen über die Mannschaft gelegt, weil ich ja selber auch gespielt habe und weiß, wie das manchmal sein kann, wenn du gegen Bayern München eben 6 Stück kriegst oder gegen Dortmund in Hochform 5 Stück kriegst oder so. Aber das, was ich heute gesehen habe, ist auch für mich momentan noch nicht so ganz greifbar, muss ich ganz ehrlich sagen. War jetzt auch bei der Mannschaft drin und bin auch schon mal jemand, der da was sagt, aber das, ich bin da selber leer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bringt jetzt auch nichts, Dinge zu sagen, auch jetzt bei euch nicht, hier bei Werder TV, aber auch bei allen anderen Medienvertretern nicht, was ich vielleicht nächste Woche auch dann bereuen werde. Das habe ich mir selber auch mal heute wenigstens so einen kleinen Maulkorb auferlegt und werde jetzt keine Zusatzfragen der Journalisten zu Spielern oder zur Situation beantworten, weil ich das selber erstmal mir genau überlegen muss, was da heute passiert ist und warum das so ist. Drei Punkte hier lassen, das ist unsere Pflichtaufgabe und Pflichtziel ist.